Du, hier ist der Gangster. Jacko, komm jetzt raus aus dem Busch da. Pibi machen oder große Geschichte jetzt. Ja. Also es ist frischer geworden, deswegen habe ich jetzt mit Sauf um Schal rum. Genau. Und es ist so windig, deswegen. Also doppelt dreifach hält besser, ne? Damit man sich nicht noch was wegholt. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber ist ja egal, ne? Voll cool hier. So, guck mal. Ja, was wollte ich erzählen? Bin jetzt voll in der Natur wieder. Schöne Bäume, die Vögel zwitschern noch. Wir haben jetzt 20.30 Uhr oder so. Ja. Jacko, komm. Der Kleine ist da. Mal was machen, wie auch immer. Guck mal, kann man gerade nicht sehen, ne? Oh, hier bin ich. Yeah, voll geil. Geiles Bild hier. Oder so? Yeah, wo ist er? Da ist er, Junge. Da sind so Äste vom Baum gefallen. Ich glaube vom Wind. So, jetzt war die letzten paar Stunden mal sehr windig. Ein paar Blätter und ein paar Äste runtergefallen. Und Junge muss hier, der kleine Junge, der muss da drauf Pipi machen. Was hast du denn da schon wieder? Nur Dreck. Ich habe hier schon volle Zeckenalarm, ey. Schon wieder. Ne? Bisschen Panik hier. Dann geht jetzt kein Busch hier. Auf jeden Fall pinkel. Also Entschuldigung, macht er halt sein kleines Geschäft auch auf die Zweige da. Kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber ist egal. Das wollte ich eigentlich sagen, dass er halt jetzt hier die Äste und Blätter, die gerade vom Baum gefallen sind, noch bestrullert. Wie auch immer. Ne, Jacko, du sollst eigentlich mal hier irgendwo dein großes Geschäft machen. Geh mal Arm machen. Geh mal kacken, Kerl. Ne? Wow, mich piekst. Oh. So. So viel dazu. Gucken, ob einer kommt. Kann man schon Kamera weg. Eigentlich ist das ruhiges Action hier. Gut. Wenn mir gleich wieder einer mit Bademantel. Also ich habe jetzt so eine Jacke an, ne? Es ist kein Bademantel. Es ist so eine Kapuzenjacke. Ja, so eine Shirtjacke, wie auch immer. Aber die Frau, die war wirklich mit Bademantel draußen. Also, das hätte man mal filmen sollen, aber na ja, gut, das ist ja wildrecht, ne? Aber echt, ich habe gesagt, das ist mir noch nie begegnet. Und dann mit ihren Mini-Chihuahua oder drei Stücke nicht richtig wohl erzogen oder so, weil die sich gegenseitig angekeift haben. Also. Ja, und wurde auch ein bisschen gebissen und dann sagte die so, die beißen nicht, die tun nur so. Die beißen sich nicht, ne? Naja, egal. Schon was Interessantes, was man so beim Spazierengehen mit dem Hund erlebt, ne? Na, es gibt auch ein paar andere. Ich kenne auch welche hier. Die haben so ein so Mops. Ja, das ist so. Besitzer sind halt keine Deutschen, aber naja. Und ja, die lassen ihren Mops einfach so rumlaufen, also ohne Leine, über die Straße, egal ob Auto kommt oder nicht, ne? Und naja, da hatten wir auch eine interessante Begegnung mal, dass ich hatte halt meine auch frei rumlaufen, also Jacko hier, kann das eigentlich ganz gut, aber der Mops hat ihn halt angegriffen und der stand da daneben. Stand halt neben dem Besitzer von dem Mops und wurde ja voll getreten die ganze Zeit. Na, musste ich erstmal eingreifen. War ja nicht so ganz nett. Ja, und seitdem sind wir ein bisschen. Haben wir halt eine halbe Mops-Allergie. Aber eigentlich nur der. Also, wenn jetzt ein anderer Mops kommt, einen anderen Besitzer und so, da geht das halt. Das ist Jacko auch ganz lieb. Und ich auch. Aber da ist es ein bisschen. Naja, ist ja egal. Kann man kaum ändern.
Der Mops ist halt bei den Besitzern, wenn sie Spaß dran haben. Manchmal geht der Mops auch mit irgendeinem anderen spazieren und der hat eine Pulle Bier in der Hand. Naja. Mopsi, Mopsi, komm. Egal, ob du über die Straße läufst. Also die Besitzerin ist da ein bisschen besser, die tut ihn auch an der Leine. Nee. Ja, ist egal. So, ich habe jetzt ökonomisch auch an der Leine. Soll ich den auch mal laufen? Hier ist Kamera in der Hand. Kann man ja nicht beides aufpassen. Hier Kamera und Hund und Leine. Aber cool, ne? Guck mal hier, die Sonne scheint. Oh, die Sonne scheint noch wieder. Voll cool, ne? Guck mal so, jetzt kann man wieder. Kann man die Mütze doch abnehmen, die eine zumindest. Oh, ey. Das blendet echt, ey. Interessant. Cool, ne? So, jetzt geht's wieder. Kann man aber was sehen, er kriegt ja schon einen Schock hier. Sonnenstich oder so. Blende. Jetzt geht's wieder. Guck mal hier, ey geil. Voll das coole Bild. Also diese kleine Kamera, die ist ja schon... Außerdem ist sie voll handlich. Ja, kann ich euch demnächst mal zeigen, so mit der anderen Kamera, was ich halt jetzt für Kameras habe. Also das sind eigentlich so Billigdinger. Aus China oder so. Aber das funktioniert. Habe ich mir ersteigert, das Teil hier. Muss ich sagen, bei eBay. 10 Euro. Plus ein bisschen Porto. Also 15 eigentlich, glaube ich. Oder 10 oder 15 Euro. War ganz günstig. Stand drin. Haben die reingeschrieben. Die Kamera hätten sie gekauft und nie gebraucht. War noch eingepackt. Und alles, also wirklich eingeschweißt und so. Naja. Ja, funktioniert. Sieht man ja. Guck mal, was ist das denn? Was für ein Licht jetzt da? Habe ich da was auf der Linse? Oder ist das von der... Oder sieht das... Das sieht nur so aus wegen der Sonne. Ah, ey, da guck mal, das scheint da richtig. Auf der linken Seite da vom Bild. Und wenn ich jetzt da hingehe... Ich weiß nicht, ob das jetzt... Und hier, guck mal, ich habe ein großes Geschäft. Hä, gut. Ob das jetzt in dem Bild wirklich ist. Oder ob das nur... Ob man das nur so sieht. Ach, keine Ahnung, ist ja egal. Wo ist denn dein kleiner Haufen? Da wird ja gar nicht viel gewesen. Jetzt hör mal auf damit, ey. Warum dreht er sich schon wieder ein Loch da? Das Beste, er gräbt ja immer daneben. Gräbt ja, also der tut sich, manchmal tut er seinen Haufen halt eingraben. Und manchmal stellt er sich daneben und gräbt dann. Also macht das, gräbt das nicht ein. Ist eigentlich, lohnt sich das nicht denn. Ist also nicht so wie eine Katze. Es gibt auch Katzen, die graben ihr großes Geschäft ein und manche, die graben das nicht ein oder graben daneben oder gehen so raus. Also, ja, auch eine Katze. Ich glaube, das war Lexi oder Lu. Ach, Lexi oder. Also, ich habe auch. Wir hatten alle Namen. Lexi oder Dina. Ich glaube, aber Lexi war da. Irgendeiner von den letzten. Beiden Katzen, die haben halt ihr großes Geschäft nicht richtig eingebuddelt. Das war echt mal lustig. Da hat es ein bisschen mehr gestunken als sonst. Wenn die Katzen oder überhaupt die Tiere das eingraben, dann riecht es ja auch nicht so. Ansonsten stinkt es genauso wie bei... Entschuldigung. Bei allen selbst mal auf Toilette sitzen. Ne? Also ich erzähle jetzt euch, was das vom Klo hier. Voll der Natur und bin voll... Ja, hier gibt es auch irgendwo ein Plumpklo bestimmt. Voll cool. Ey, ey. Ein bisschen Spaß muss sein. Alle wünsche ich noch einen schönen Tag heute. Und besser gesagt Abend. Gute Nacht. Ey, Mann, Jacko. Komm mit jetzt. Ich fui. Treten gerade in eine... Pferdehaufen. Äpfel. Aber die sind schon platt gedrückt, ist klar. Ah, guck hier. Schon wieder so ein Ast, Blätter. Die man noch vielleicht bestäuben könnte. Mit Urin. Na Quatsch. Pipi. Kann man da auch zu sagen. Muss hin. Und sonst noch was. Also jetzt ist gleich heller hier. Sonne scheint voll. Ich wollte eigentlich noch einen schönen Abend wünschen. Und das mache ich dann auch. Aber mit dem Ausblick kann ich das euch machen. Das kann ich mit dem Ausblick machen. So, guck mal, das ist der geile Ausblick. Oh, hier schon. Oh, jetzt leuchten die Augen gleich.
Habt ihr es gesehen? Ja. Habt ihr es gesehen? Oh, das ist noch gut. Jetzt komm mal. Ich muss den Tisch sagen. Tschüss. Hey, ich mach jetzt aus.